was wir hier versäumen, an Hilfe zu leisten. Es ist wirklich eine humanitäre Katastrophe, was da passiert. Das ist so unvorstellbar, dieses Leid, dieses im Stich gelassen werden. Hier wird uns, ich sage das mal so ganz offen, Klaus Kleber, der hat von diesem Land null Ahnung. Der Mann ist Journalist, verdient 600.000 Euro im Jahr dafür, dass er irgendeinen Scheiß vorliest, der ihm vorgekault wird aus irgendwelchen Thinktanks, denen er angehört. Das ist das Übelste, was wir uns überhaupt antun können, solche Nachrichten zu glauben. Der soll einen Tag mal ununterbrochen Aleppo Today in Englisch gucken. Öffentlich kann man sich so angucken. Die sind eine halbe Stunde später, nachdem eine Bombe gefallen ist, mit den Kameras vor Ort und zeigen das ganze Elend pur. So wie es stand. Und den Sender habe ich dort kennengelernt und dort haben die mir auch Sender gezeigt, wo Kamerateams einfach, die sind investigativ unterwegs. Klaus Kleber ist nur für sein Konto zuständig und für die Mehrung seines Geldes und seines, was ist er eigentlich? Für mich verwirkt sich das System, dass wenn ein Mensch wie ein Nachrichtensprecher, sagt der Name ja schon, der muss nur ablesen können, teleprompten, 600.000 Euro im Jahr bekommt, hat das nichts mehr damit zu tun. Unsere Bundeskanzlerin, die kriegt nur 300 irgendwas. Wo will da objektive Berichterstattung noch stattfinden? Bei solchen Summen, die in solchen Sendern gezahlt werden. 8,5 Milliarden pumpen die Deutschen in zwei Fernsehanstalten rein. 8,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Da werden sich Studios aufgebaut, 24 Millionen. Ich möchte mal überlegen, was wir mit 24 Millionen für ein Studio, wo die Tagesthemen vorgelesen und die Tagesschau vorgelesen wird. 24 Millionen. Eingesetzt da hinten in Syrien, wie viele Waisenheime damit gebaut werden könnten. Wie viel Unterstützung wir liefern könnten, effektiv, ohne dass wir einen Qualitätsverlust hätten. Ob man das dann Qualität nennt, ist nur eine andere Frage. Ohne Qualitätsverlust an unseren Nachrichten würden wir nichts verlieren, gar nichts. Das Studio hätte nicht gebaut werden müssen. Das ist einfach den Sachzwängen des Kapitalismus mal wieder gezeugt. Wir klotzen aber was hin und schreiben es auch noch ganz groß. Wie blöd seid ihr eigentlich, ihr Zahler unseres Systems. Wir basteln uns da das tollste Studio für hin. Und wenn man dann in diesem Land steht, in einem Flüchtlingslager, das wirklich, wo die Wassertanks...